Achievements, die kleinen virtuellen Belohnungen dafür, dass ihr irgendwas in einem Videospiel geschafft habt. Aber wo kommen die eigentlich her und warum buttern manche Leute Stunden, Tage bis hin zu Monaten da rein? Das klären wir jetzt. Wie schön war das damals in meiner Kindheit? Da hat man dann vom Weihnachtsmann das Spiel bekommen, was man sich schon so lange gewünscht hat, und dann hat man das gespielt. Und wenn man irgendwann nicht weitergekommen ist, dann hat man eben so lange rumprobiert oder seine Freunde gefragt, bis man das Rätsel gelöst, den Geheimgang gefunden oder die Schwachstelle vom Endgänger selbst entdeckt hat. Und irgendwann war man eben auch fertig mit dem Game. Klar ist man dann immer so ein bisschen traurig, weil es ja auch vorbei war, aber irgendwie auch erleichtert. Man hat ja was geschafft, man hat ja ein ganzes Spiel durchgespielt. Dann habe ich das erste Mal ein Rollenspiel gespielt. Sidequests, also Zusatzaufgaben neben der Hauptstory. Wer hat sich das denn ausgedacht? Jetzt muss ich also nicht nur die Welt vor dem bösen Hexermeister retten, nein, ich muss auch noch den Bauern helfen, 10 Kürbisse zu pflanzen, für das kleine süße Mädchen 15 Schmetterlinge fangen und aus irgendeinem Grund ein völlig deplatziertes Rennen gewinnen. Aber gut, auch Nebenmissionen gehören zum Spiel, also macht man sie natürlich. Ich gehe ja auch nicht in ein teures Restaurant, um dann die Salatbeilage wegzuschmeißen. Gut, manchmal habe ich da keinen Bock drauf und würde das gern tun, aber das ist ja Geldverschwendung, also esse ich sie dann trotzdem. Und das führt mich zur nächsten Geißel der videospielenden Menschheit, Achievements. Achievements sind Erfolge, mit denen ich in Videospielen belohnt werde, wenn ich bestimmte Herausforderungen gemeistert habe. Mal durch eine virtuelle Trophäe, mal durch Punkte auf meinem Gamerkonto und vor allem immer durch das gute Gefühl, was geschafft zu haben. Und das Ganze auch noch online einsehbar auf meinem Profil. Also es ist ja klar, dass ich so viele wie möglich davon schaffen will. Allerdings sind Achievements gar keine so neuartige Mechanik, wie man denken mag. Wir springen mal zurück in die 80er, genauer gesagt ins Jahr 1980. Damals hat der mittlerweile Software-Gigant Activision sein erstes Spiel für die Atari 2600 rausgebracht. Dragster ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein Autorennspiel, bei dem man entweder gegen computergesteuerte Gegner oder die Stoppuhr antritt. Der damalige Weltrekord für das Zeitrennen liegt bei 5,51 Sekunden, da gibt's allerdings keinen Beweis für. Todd Rogers hat Activision einfach nur einen Brief geschrieben und gesagt, yo, ich war genauso schnell, und das hat ihnen anscheinend ausgereicht und sie haben ihm einen Aufnäher zugeschickt und damit quasi das erste Videospiel-Achievement der Welt erschaffen. Wer also ab diesem Zeitpunkt ein Foto von seinem Fernseher mit einer Zeit von 6 Sekunden oder weniger per Post an Activision schickte, durfte sich mit seinem neuen Patch schmücken und ordentlich vor seinen Freunden angeben. Das hat den Leuten so gut gefallen, dass man bei Activision entschieden hat, wir machen das gleiche nochmal, anderes Spiel, Chopper-Kommando, aber es gelten die gleichen Regeln. Mach ein Beweisfoto von 10.000 Punkten oder mehr, schick das an uns und krieg deinen Aufnäher. Die Beweisfotos und euer neuer Aufnäher waren allerdings das einzige, was ihr von eurem Erfolg behalten konntet, da sowohl die Zeiten von Dragster als auch die Punkte bei Chopper-Kommando weder auf der Spiele-Cartridge noch auf der Konsole gespeichert wurden. Es wurde also nun etabliert, dass man für das Schaffen verschiedener Challenges eventuell belohnt werden konnte. Springen wir also 10 Jahre weiter in mein Geburtsjahr 1990 und schauen uns das Strategie- und Puzzlespiel Emotion an. Auch hier hatte man wieder Herausforderungen für den Spieler eingebaut. Das waren dann so Sachen wie, beende eine Runde so, dass der Timer auf eine 3 endet, oder schaffe ein komplettes Level ohne eine Drehung nach rechts. Schicke Aufnäher gab es dafür leider nicht, aber immerhin den Bonus im Spiel, und genau dort wurde der auch gespeichert. Das heißt, man konnte den immer wieder rausholen und seinen Freunden zeigen. Aber ohne Internet war es leider noch nicht möglich, das Ganze im großen Stil mit anderen Leuten teilen zu können. Also geht's nochmal 6 Jahre weiter in die Zukunft. Es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee, und ich bin zwar noch etwas zu jung, um mit dem MSN Messenger zu chatten, hätte aber theoretisch auf der MSN Gaming Zone Website, und da muss man jetzt dazu sagen, die läuft immer noch, da hätte ich Spiele spielen können. Aber nicht nur das, man war nicht nur in der Lage, Abzeichen für besondere Leistungen zu verdienen, sondern konnte die auch noch mit seinem Chatpartner teilen. Das war jetzt also die Geburtsstunde des sozialen Aspekts von Achievements, den Dingern, den heute Millionen von Spielern hinterherjagen. Und trotzdem hat es nochmal 9 weitere Jahre gedauert, bis dieses System endlich bei den Hardcore-Gamern ankam. 2005, also 35 Jahre nach Dragster und den schönen Aufnähern, kam Microsofts zweite Konsole, die Xbox 360, auf den Markt und damit verbunden der Gamerscore. Der hat allerdings nicht zwingend damit zu tun, wie gut du im Spielen bist, sondern eher, wie entschlossen du bist, ein Spiel durchzuspielen. Ursprünglich war es so, dass ein Titel, der für die Xbox 360 entwickelt wurde, mindestens 5 Achievements beinhalten musste, wobei die aber einzeln maximal 200 Gamerscore-Punkte wert sein durften, sodass man, wenn man ein Spiel komplett zu 100% durchgespielt hat, immer am Ende mit 1000 Gamerscore-Punkten belohnt wurde. Und diese Punkte waren dann öffentlich auf deinem Profil für jedermann einsehbar. Mittlerweile haben sich die Regeln so ein bisschen gelockert, aber generell gilt, je schwieriger die Herausforderung, umso mehr Punkte kriegst du dafür. Dieses System der Belohnung kam bei den Spielern so gut an, dass die Spieleplattform Steam 2007 was Ähnliches etabliert hat und auch Sony 2008 nachzog und seitdem die Spieler mit virtuellen Trophäen belohnt. Bronze, Gold, Silber, Platin, je nach Schwierigkeitsgrad der Herausforderung wird man hier ausgezeichnet. Aber warum sind Leute, mich eingeschlossen, so besessen davon? Warum präge ich mir tagelang akribisch jede Bewegung von einem Gegner und jeden Meter von einem Level ein, um mich dann da auf höchstem Schwierigkeitsgrad in unter einer Minute durchzuquälen? Wegen einer virtuellen Silbertrophäe? Die Antwort ist ja. Und jetzt nochmal die Frage, warum?
Während einem da sofort Argumente wie, ja, du hast anscheinend zu viel Zeit oder zu viel Langeweile einfallen, ist die Erklärung doch noch ein klein bisschen komplexer. Das Verlangen nach Anerkennung ist vielleicht nicht bei jedem Menschen gleich stark ausgeprägt, aber trotzdem irgendwo verankert. Schauen wir uns mal die Bedürfnispyramide basierend auf den Theorien von US-Psychologe Abraham Maslow an und sehen hier an vierter Stelle die Individualbedürfnisse und dazu gehören eben auch der Wunsch nach Erfolg und der Wunsch nach Wertschätzung. Also ich gehe in dem Fall jetzt mal davon aus, dass jemand, der in der Lage ist, Videospiele zu spielen, definitiv die ersten beiden Stufen der Bedürfnispyramide abgedeckt hat, das heißt Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Dach über dem Kopf haben, sind definitiv gestillt. Bei der dritten Stufe wird es schon wieder ein bisschen komplizierter, denn gerade wenn die sozialen Bedürfnisse nicht komplett gestillt werden, kann es sein, dass man versucht, das durch die individuellen Bedürfnisse zu kompensieren. Aber wenn ich das jetzt weiter ausführe, übersteigt das komplett meine Kompetenzen als Hobbypsychologe. Also lasse ich das jetzt entweder im Raum stehen als Theorie oder wir sagen einfach, die sozialen Bedürfnisse sind in dem Fall auch befriedigt worden. Stufe 4 der Pyramide beinhaltet also den Wunsch nach Erfolg und Anerkennung und genau das geben einem Achievements. Ob man jetzt ein Klopfen auf die Schulter kriegt oder eine Nachricht auf dem Bildschirm, begleitet von einem schönen Sound. Beides gibt einem das Gefühl, was Gutes erreicht zu haben. Und das Schöne an Achievements sind eben die unterschiedlichen Arten und Weisen, wie man sie bekommen kann. Für die Zielstrebigen zum Beispiel gibt es welche, wo man eine exorbitant große Menge von einem Gegenstand sammeln oder gefühlt eine ganze Gegnerhorde wegmetzeln muss. Und da wird man im besten Fall kontinuierlich auf dem Laufenden gehalten, was denn gerade der Fortschritt ist. Dann gibt es noch die, die tatsächlich euer Können belohnen. Du hast das Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt, du hast dich online auf Weltranglisten Platz 1 gekämpft, du hast ein Level in einem Zehntel der Zeit geschafft, hier ist dein Pokal. Aber gerade das sind die, an denen man sich so richtig krass die Zähne ausbeißen kann, weil die einfach zum Teil unglaublich schwer sind. Und dann gibt's noch meine persönlichen Lieblinge. Das sind die, die dich fürs Erforschen, Herumprobieren oder einfach beim lange Spielen zufällig auf was stoßen belohnen. Und das kann reichen von, wow, du bist auf den höchsten Berg im Spiel geklettert, obwohl es hier eigentlich gar nichts gibt, bis hin zu, du hast im richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle in dieser riesigen Spielwelt die richtige, völlig abstruse Tastenkombination gedrückt. Diese Achievements sind meistens übrigens nicht einsehbar, bis man sie denn geschafft hat. Und das bringt mich gedanklich so ein bisschen zurück in die gute alte Zeit, wo man sich auf dem Pausenhof noch die krassesten Gerüchte über sein Lieblingsspiel erzählt hat. Aber egal auf welche Art und Weise man jetzt was freischaltet, am Ende fühlt man sich immer gut. Und genau damit spielen leider auch manche Entwickler. Es gibt nämlich Spiele, die bewusst so programmiert und vor allem beworben werden, dass man sich damit ganz easy peasy die ein oder andere Trophäe oder eine ganze Menge Gamerscore-Punkte dazu verdienen kann. Dagegen gehen allerdings Steam, Microsoft und Sony so gut es geht vor. Immerhin sollen Achievements ja was Besonderes sein. Und das sind sie auch, besonders wenn man sie nochmal von einem anderen psychologischen Standpunkt betrachtet. Wir reden jetzt von operanter Konditionierung. Ganz, ganz kurz erklärt, weil das nur eine von vier Möglichkeiten ist, wie das stattfinden kann. Man kann einem Lebewesen ein bestimmtes Verhalten antrainieren, wenn man besagtes Verhalten positiv verstärkt, also belohnt. Heißt bei Videospielen jetzt nichts anderes als, wenn ich dem Spieler eine Belohnung in Form von einer Trophäe oder Gamerscore-Punkten fürs Spielen gebe, dann ist er eventuell verleitet, mein Spiel noch weiter zu spielen, in der Hoffnung, dass er eben nochmal belohnt wird. Sind wir also alle mittlerweile nur noch trainierte Laborratten, die süchtig nach Anerkennung sind und sich von der Videospielmafia austricksen lassen, um möglichst viel Zeit in deren Produkte zu investieren? Nein. Zum einen, weil nicht jeder Entwickler sein Spiel nur noch mit Achievements im Hinterkopf erschafft, sondern die eher eine zusätzliche und manchmal wirklich unterhaltsame Herausforderung bieten, die ja auch immer freiwillig ist. Und zum anderen, weil es vollkommen normal und absolut menschlich ist, dass man sich über Erfolg freut. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass man stolz wie Otto ist, wenn man eine Trophäe erhalten hat, die so schwer zu kriegen ist, dass sie nur 1% aller Spieler hat. Die Frage ist nur, wie man damit nach außen tritt, denn niemand mag Angeber. Aber wir können trotzdem ruhigen Gewissens so viel Zeit in Spiele, die uns Spaß machen und uns fordern, investieren, wie wir wollen. Wir sollten nur nicht erwarten, dass Leute ehrfürchtig vor uns auf die Knie fallen, weil wir mehr Trophäen als Kopfhörer haben oder unser Gamerscore eventuell im siebenstelligen Bereich liegt. So, das war mein kleiner Exkurs zum Thema Achievements. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, da war ein bisschen was Neues dabei. Ich hoffe wirklich, ihr habt ein bisschen was lernen können. Wenn ihr jetzt noch Bock habt, dann klickt euch hier durch die anderen Videos durch. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Frodo redet ganz lange über irgendwas mit Videospielen. We'll be right back.